Ja, einen schönen guten Abend nochmal für alle, die neu hinzugekommen sind. Willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums, für alle anderen willkommen zu Teil 2 dieses großen Rudolf-Thomé-Abends, wo wir im Rahmen unserer Hommage-Filmreihe uns hier seinen Werken und jetzt heute Abend ganz speziell seinen Frühwerken widmen dürfen. Das sind wirkliche Schätzchen, die wir hier zu sehen bekommen, denn wie ich habe es vorhin gesagt, 1964 war der erste Kurzfilm, den Rudolf Thomé drehte, und wir werden jetzt gleich einen Vorfilm sehen, der den Namen Vorfilm eigentlich gar nicht verdient, weil er schon so grandios ist. 1967 gedreht, Galaxis heißt dieser Film, und ja, ist 14 Minuten lang. All das noch in einer Phase, wo es keine Filmförderung gab, wo die das unter sich gemacht haben. Darüber werden wir gleich reden, wie sowas funktioniert. Und bevor wir dann danach Supergirl sehen, der eine von den drei ersten Werken, abendfüllenden Werken, die ich als Meisterwerke bezeichnet habe, aber davon der unbekannteste, da reden wir dann eben nochmal mit Rudolf Thomé. Also ich sage jetzt an dieser Stelle, Film ab 35mm Galaxis aus dem Jahr 1967. Ja, nehmen wir wieder Platz, würde ich vorschlagen. Ja. Ein Foto, jawohl. Für den Blog, jawohl. Genau, also Sie werden jetzt direkt auf seine Online-Tagebuchseite gelangen, moana.de. Ja, einfach, wir haben Zeit. Es sind so viele da, dass sie nicht alle draufkriegen. Ja, das gefällt mir. Sehr gut. Ja, nehmen Sie Platz. Das war ja wirklich Filme machen mit Freunden, kann man sagen. Kamera, Hubs Hagen und der letztes Jahr verstorbene Niklaus Schilling. Vor der Kamera Klaus Lemke, den wir mit der Brille gesehen haben, der verliert. Das, ja, kann man das so beschreiben, Filme machen mit Freunden? War das der Anfang, dass man da sich zusammentat? Nein, also ich kannte nur Lemke, also Niklaus Schilling war eigentlich, von Niklaus Schilling gab es ein Exposé zum Film Supergirl, den Sie ja anschließend sehen. Und der hatte so ein Faible für Science Fiction. Ich ja auch. Und ich habe halt so Science-Fiction-Heftchen gelesen, geliebt. Ich habe, glaube ich, die ersten 600 Heftchen von Perry Rhodan gelesen. Und ja, und die Geschichte, die Idee zu dem Film war sicher überwiegend von mir, und aber ich habe es zusammen mit Max Thielmann geschrieben. Mhm. Also wir waren, ich meine, Lemke, Thielmann und ich, wir waren halt das Team von Anfang an. Ja? Mhm. Wir sind ins Kino gegangen. Türkendolch. Ja, nicht nur das, tut der Lemke so hoch. Nein, überall im Kino. Ja? Ich war Kritiker der Süddeutschen Zeitung, hatte einen Ausweis mit einer anderen Person in jedes Kino in München zu gehen. Ja? Und ja, ich war manchmal von morgens bis Mitternacht im Kino, ja, am Anfang. Musste ja erstmal alle Filme kennenlernen. Ja. Und also nicht, es waren nicht Filme machen unter Freunden. Und Niklaus Schilling war halt Kameramann, ja. Mhm. Und Klaus Lemke war also gut, das war Freunde. Mhm. Und ich hab Klaus Lemke geliebt. Mhm. Und die zweite Rolle, der Andreas Kotowski, das spielt Dieter Geißler. Das war damals ein Schauspieler, und der hat sehr viel Geld mit Werbung verdient. Später ist er ein relativ großer Produzent geworden und hätte diesen Film dann am liebsten verboten. Er mochte sich überhaupt nicht.
Aber eigentlich war Dieter Geißler für diese Rolle nicht vorgesehen, sondern Peter Nestler. Und Peter Nestler lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Stockholm. Und ich habe Rob Hauer, der den Film finanziert hat, der war ja damals ein richtig großer deutscher Produzent mit sehr erfolgreichen Filmen. Und ich habe dem Peter Nestler vorgeschlagen, aber dem war dem zu viel Geld, den Peter Nestler aus Stockholm herkommen zu lassen. Und irgendwie bin ich zu Dieter Geißler gekommen. Wie, weiß ich nicht mehr. Ja? Und die drei Frauen sind alle gefunden. Nicht auf der Straße. Eins ist ein Model, die Anna, die Monika Zinnenberg ist eine Schauspielerin. Woher, weiß ich nicht. Wahrscheinlich von der Schauspielschule. Und das dritte Mädchen ist, die war irgendwie so eine Schönheitskönigin in der Abendzeitung. Wie überzeugt man die denn, einfach mal so mitzumachen bei so einem Projekt? Mit, weiß ich nicht, mit Geld jungen nicht. Männern. Ja, der Hauer hat kein Geld gezahlt für die Leute, also weiß ich nicht. Bei einem Film mitmachen, warum nicht? Ich meine, die Leute waren, wir hatten irgendwie einen guten Ruf, das war schon sinnvoll, man hatte ja von uns gehört zu diesem Zeitpunkt, ja. Und in der Abendzeitung stand ja immer wieder mal ein Interview und so, ja, und Fotos. Also es war in der kleinen Münchner Welt waren wir schon was, ja. Also es war kein Problem, Mädchen zu kriegen, ja. Nicht? Naja, kleine Welt, sagen Sie München. München war schon die Filmhauptstadt zu der Zeit. Okay. Also selbst die Oberhausener, die das Oberhausener Manifest geschrieben haben, die kamen eigentlich auch fast alle, aus, alle München. Aus München. Ja, Kluge, Reitz, Wenders, Fassbinder, Herzog, Lemke, Thomae, alles Münchner. Ach so. Ja, München gelebt. Ja, okay. Und das war die Zeit. Also was bedeutet das für Sie? Was war das für ein Geist in diesem Schwabing Ende der 60er? Konnte man da gar nicht anders als Filme machen, wenn man so ein bisschen kreativ war wie Sie? Ich hasse das Wort kreativ. Oh, ich wusste, ich mache was falsch. Nein, ich meine, ich habe Kritiken geschrieben, ja. Und Max Hielmann auch. Und Lemke hat es ein bisschen gemacht. Und aber die Oberhausener, die haben keine Kritiken geschrieben, ja. Also wir waren schon mal was ganz anderes als die Oberhausener, also die Generation Kluge. Wir waren, Kritiker, so wie die Regisseure der Nouvelle Vague. Wir waren Leser der Cahiers du Cinéma. Das war das Wichtigste für uns. Wir haben uns nicht unbedingt für die deutsche Filmkritik interessiert. Die gefiel uns nicht und haben versucht, ein bisschen Kritiken zu schreiben, so wie Godard, Truffaut, Rivette in den Cahiers du Cinéma. Der Truffaut hat zum Beispiel in der Wochenzeitschrift ART, ich spreche nicht so gut Französisch, jede Woche eine Kritik geschrieben, ja. Truffaut, ich habe mir immer den am Bahnhof, ich muss schon sagen, so, am Münchner Hauptbahnhof geholt, um das zu lesen. Und natürlich haben wir jede Woche, jeden Monat die Cahiers gelesen. Mhm. Und also wir kamen aus einer anderen Ecke, wir kamen von der französischen Kritik und dann den Filmen, die Leute gemacht haben. Ich meine, im neuen Godard sind wir bestimmt 2-3 Mal reingegangen. Ja. Das war. Und wollte man ihm dann auch nacheifern? Würden Sie das es so war ein, es war für, es waren nicht nur schön, die Filme, weil sie so schön waren, waren sie gleichzeitig, also bei mir, ich kann nur für mich reden, auch ein Albtraum, weil ich dachte, so was kannst du nie. Völlig undenkbar. So was Tolles geht nicht. Gibt es nur einmal. Das
Also ich kann ja meine Filme nicht lieben, ja. Ich kann, ich reagiere nur, ich fand jetzt gerade Galaxis gar nicht so übel, ja. Aber die Filme von Godard, wenn ich mal wieder einen sehe, ja, also die frühen, ja, nicht dann die politischen, das geht nicht mehr bei mir. Aber also natürlich Außer Atem sowieso, ist klar, Pierrot Le Fou und die Geschichte der Nana S., ja, mein Gott, das waren Märchen, ja. Ich, bei der Geschichte der Nana S. bin ich mit einem Tonbandgerät in das Ockham-Studio in München gegangen und habe den Ton aufgenommen, um wenigstens den Ton zu haben. Ja. Mhm. Es gab ja nichts mit im Fernsehen sind die auch nicht gelaufen, ja. Und Video kam ja erst viel, viel später, ja. Mhm. Und DVD schon gar nicht. Und das andere Vorbild war ja Howard Hawks, über den Godard schrieb, er sei für ihn der größte amerikanische Künstler. Was fasziniert Sie an Hawks? Weil wenn wir gerade dabei sind bei den Vorbildern, dann darf der natürlich nicht fehlen. Ja, ich war nun gestern bei einer Straub-Retrospektive in Berlin in der Akademie der Künste und habe auch über Straub gesprochen. Ja. Also Straub mochte Hawks nicht so sehr. Straub war ein John Ford-Fan. Mhm. Nicht? Und bei mir war es, ja, ich meine, ich habe einfach, die Geschichte zwischen Männern und Frauen bei Hawks unfassbar gut, mhm, unfassbar schön. Sein Lieblingsbeispiel? Ich war mit Karl-Heinz Oplus-Stil bei einer, da hat das Arsenal, glaube ich sogar, das machen die ja normalerweise überhaupt nicht, Howard Hawks, aber hat wohl das Arsenal eine kleine Howard Hawks-Retrospektive gemacht und Karl-Heinz Oplus-Stil und ich saßen zusammen und haben da Only Angels Have Wings gesehen, ja. Mhm. Der Film ist herzzerreißend und so unglaublich gut erzählt, so unglaublich gut gespielt. Also es ist auch die Ökonomie des Erzählens, ja, die mich da mitgerissen. Die Sache mit Männern und Frauen sowieso, das war die Hauptgeschichte. Ich meine, John Ford kann auch gut erzählen, ja. Aber durch die diese besondere Betonung zwischen Männern und Frauen bei Hawks war das halt mein Favorit. Ja. Und da war noch ein anderer, also nur so da in letzter Zeit, ja. Da lief vor Rio Bravo. Einer der Western? Ja, ja. Mit so einem jungen Star. Red River wird hier genannt. Red River, ich glaube. Wie heißt der Hauptdarsteller? Montgomery Clift. Das war's. Sehr gut. Dankeschön. Und ich habe in meinem Blog darüber geschrieben und das hat mich verrückt gemacht, ja. Und ich habe meinen Blog darüber geschrieben und die Hanna Herzsprung, die da bei mir gerade sich vorbereitet hat auf meinen Film. Pink. Pink. Ich habe ja nur diesen Film mit ihr gemacht. Und die hat das gelesen und wollte den Film von mir haben, unbedingt. Sie wollte wissen, was ich so toll finde an dem Film. Und Sie sagten jetzt mehrfach Männer und Frauen und haben das so abgetan. Die Frauen sind starke Frauen, die sind emanzipiert, die sind sexy. Und die Männer, was sind die eigentlich? Die sind Helden und Profis in jeder Hinsicht, in ihren diversen Berufen.
Aber wenn Sie einer Frau gegenüberstehen, sind Sie hilflos. Worin? Das hat mir gefallen. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Und zwar, wenn man Iris Berben gegenübersteht in Supergirl, da kann man das auch wirklich verstehen in diesem Film. Können Sie vielleicht vorweg sagen, wie Sie auf Iris Berben gestoßen sind? Weil Sie hatten ja auch schon vorher mit ihr gedreht. Nee, weil es war nicht. Gab es ja schon die erste Zusammenarbeit. Es war nicht die erste Idee. Sie war ja in Detektive und ich wusste, wenn ich sie nehme, was ich erst sehr spät versucht habe. Ich habe vorher, wir haben hinter einer irgendeiner Schauspielerin, exotischen Schauspielerin, nachgejagt und sie aber irgendwie nicht gekriegt. Also wir haben die gar nicht gefunden. Und sie ist irgendwie relativ kurz, ich würde sagen 10, 14 Tage vor Drehbeginn gefunden war, habe ich mich entschlossen, es mit ihr zu machen. Mhm. Und ich wusste halt, sie ist eine sehr gute Schauspielerin, auch damals schon. Und sie wird es machen und sie wird sich freuen, wenn sie es machen darf. Ja. Wir werden in dem Film auch einen ganz, ganz kurzen Auftritt von Rainer Werner Fassbinder hinter einem Schaufenster sehen. Wie kam es denn dazu, dass vielleicht vorweg, dass man ihn nicht übersieht? Weil es ja doch, er hat ja keinen Text. Also wie heißt denn die? Gott, ich weiß, vielleicht bin ich schon dement. Nein. Die Hauptdarstellerin, ich rede doch die ganze Zeit. Iris Berben. Iris Berben geht in ein Kleidergeschäft, die hießen damals irgendwie, in einer Boutique, kauft sie Kleider ein und draußen steht Fassbinder und raucht eine Zigarette. Ja. Ich habe den Fassbinder nicht gesehen beim Drehen. Ich habe auf die Iris Berben geachtet. Ich habe erst bei den Mustern am Schneidetisch gesehen, dass da der Fassbinder war. Ja. Und lief da vorbei, oder wie? Der Fassbinder wusste, dass ich drehe und dann ist da extra hingekommen. Das ist mir klar, aber ich war voriges Jahr in St. Petersburg, und in Moskau auf dem Filmfestival lief eine Reihe Around Fassbinder. Und da wurden also Filme aus dieser Zeit gezeigt. Ja. Und ich habe also da zum ersten Mal erfahren, dass Fassbinder irgendwann in Interviews gesagt hat, dass Rote Sonne, oh nein, weiß ich nicht mehr, Rote Sonne war für ihn der schönste Film in dieser Zeit. Made in Germany, den er eigentlich produzieren sollte, war für ihn der berührendste Film. Als der Film im Kino lief, auf dem Forum, hat Fassbinder geweint, hat er mir gesagt. Das hat er mir gesagt. Und dann gibt es noch, dann sagt er noch irgendwie, der wäre die 10 besten Regisseure in Deutschland sind. Nummer 1 Fassbinder. Und ich weiß nicht. Also ich gebe ihm, glaube ich, unter den ersten 3 oder 4 oder 5, weiß ich nicht mehr. Also das wusste ich nicht, aber das hatten die Leute in Russland alles herausgefunden. Klasse. Also achten Sie auf Iris Berben, aber übersehen Sie nicht Rainer Werner Fassbinder. Gleiches lohnt sich. Wir sagen schon mal an dieser Stelle danke und nachher stehen wir natürlich nochmal zum Gespräch hier. Möchten Sie noch was vor Supergirl uns auf den Weg geben? Etwas, worauf wir achten sollen? Der Film, den fanden viele Leute meinen schlechtesten Film. Das wurde auch geschrieben zum Teil. Und auch irgendwann noch in kürzester Zeit. Übergehen wir die Sünde,
Supergirl, ja, oder sowas, ja. Und der Film wurde im Januar in der digitalisierten Version, also ohne Streifen an der Seite, ja, was ich sehr traurig fand, gerade bei Galaxis. Aber so, manche Leute lieben ja sowas. Also er lief in Hamburg, kam unglaublich gut an bei den Leuten, was mich überrascht hat. War noch nie so gut. Und meine Tochter hatte ihn gesehen mit ihren Freunden und die fand ihn total geil. Nicht? Also es, in der ganz jungen Generation, die scheinen den Film anders wahrzunehmen als die Leute damals. Deswegen habe ich Ihnen vorgeschlagen, dass er hier gezeigt wird, wenn ich dabei bin. Wir freuen uns sehr darauf, auf diese Entdeckung. Großen Applaus, Rudolf Thomé. Schon mal viel Spaß mit Supergirl. Ja, bitte begrüßen Sie nochmal mit großem Applaus den Regisseur von Supergirl, Rudolf Thomé. Auf der Bühne hier in Frankfurt. Willkommen zurück. Ja, ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. Wir werden noch ein paar Fragen vorwegstellen, bevor Sie auch gleich die Gelegenheit haben, dann noch selbst Fragen stellen zu können. Ja, erstmal ganz entspannt Platz nehmen. Ja, Sie haben jetzt die letzten Minuten noch mal zumindest gesehen, haben ihn im Januar auch noch mal in voller Länge in dem neuen DCP gesehen im Kino. Wie wirkt er auf Sie? Ist es ein? Ich bin hier jetzt gerade die letzten 10 Minuten oder 5 Minuten besser gefallen. Also in Hamburg. Liegt es am Ort? Gedacht, der Ort spielt beim Sehen eines Films auch eine Rolle. Mhm. Ist so. Und darüber wird sehr wenig nachgedacht. Aber es ist so. Jean-Marie Straub würde das auch bestätigen können. Wo gucken Sie am liebsten? Können Sie die Wahl haben? Kann ich nicht sagen. Zu Hause? Nein. Nein. Nicht. Ja, jetzt haben wir hier Supergirl gesehen. Das ist ja nun wirklich, was für ein Wahnsinnsfilm, kann man eigentlich nur sagen. Das ist, ja, die 70er, wie wir sie noch nie gesehen haben, wie wir sie uns nur erträumt haben vielleicht. Schöne Menschen in schicken Kostümen, schöne Autos, traumhafte Drehorte. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie dieser Film zustande kam, wie er das wurde, was er wurde. Der Ruf von Rote Sonne ging durch die deutsche Kinowelt und Günter Rohrbach, der Filmchef des WDR, hatte auch davon gehört und hatte die Idee, es wäre doch gut für den WDR, wenn auch ich für den WDR einen Film machen würde. Und hat mich angerufen, wir haben einen Termin gemacht und ich habe den Termin vergessen, nicht wahrgenommen. Ich war nicht scharf darauf, im Fernsehen zu arbeiten. Und dann war ich bei den Dreharbeiten von Ihnen habe ich es vorhin erzählt, von Acapulco vorher? Nein, von einem Film. Negresco, auch nicht, Entschuldigung. Bei den Dreharbeiten in der Pfalz oder oben von Uwe Brandner. Wie der Film heißt, weiß ich nicht mehr. Spielt, glaube ich, so eine kleine Rolle. Und ich war bei den Dreharbeiten, also so südlich von Nürnberg. Und ja, normalerweise, da haben die mich gefunden. Der Assistent von Rohrbach hat mich da aufgetrieben und da hatte ich dann keine Chance. Ich musste nach Köln fahren und eine Kopie von Rote Sonne mitnehmen. Die haben sich den Film angeschaut und gesagt, ja, sie wollen um jeden Preis einen Film mit mir machen. Und dann habe ich ihnen einen Film in der Südsee vorgeschlagen.
Das war ihnen zu weit weg und auch zu unsicher. Und sie wollten eigentlich auch ein Drehbuch von Max Zielmann. Aber der arbeitet ja nicht so schnell wie ich, sondern braucht immer eine Weile. Und ich habe gesagt, es gibt ein Drehbuch von Max Zielmann, das ist bis jetzt noch nicht verfilmt worden. Und das sollte eigentlich der erste Film von mir werden. Und das war Supergirl. Die ursprüngliche Idee, da steht leider nicht im Abspann, ist aber so, war von Niklaus Schilling. Also ich glaube nicht, dass er ein Exposé geschrieben hat, aber oder wir hatten, haben nur darüber geredet. Supergirl, das wäre doch was. Der hat sich für die Zukunft interessiert und ich mich auch. Und und dann habe ich dem Max Zielmann, nachdem der WDR das also unbedingt machen wollte, ich habe ihm einfach das Drehbuch geschickt, ja, dem Herrn Rohrbach. Und habe ihm aber davor erzählt, dass der Produzent Carol Hellmann von meinem ersten Film Detektive, als ich schon fast pleite war, hatte ich den angerufen und also um Hilfe gerufen. Und er hat mich 20 Minuten lang oder eine halbe Stunde angehört, wie kritisch meine Situation war. Und dann gesagt, okay, ich lasse das Drehbuch lesen, denn der Papst hat Berater, ich habe auch meine Berater. Und ich werde mich in 24 Stunden bei Ihnen melden. Und das habe ich dem Rohrbach wiederum erzählt, dass der eben gesagt hat, 24 Stunden. Und habe dem gesagt, bei euch im Fernsehen, da muss man einen Monat warten oder so. Aber auch Rohrbach konnte innerhalb von 24 Stunden mir Bescheid geben und sagen, er wird den Film machen. So kam also Supergirl. Relativ. Die mussten das Geld noch ausgeben, da ist ein anderer Film ausgefallen. Der musste auch in diesem Jahr fertig werden. Darauf wollte ich auch hinaus. Ich meine, das ist ja wirklich aufwendig. Allein die Autos, die in diesem Film vorkommen, wo kamen die denn alle her? Der Film hat 400.000 Mark gekostet. Mehr habe ich nicht gehabt. Gehörten die den Darstellern? Ja. Nein, ich hatte einen guten Produktionsleiter. Mhm. Ja, das Aufwendigste war ja eigentlich das Haus von in Madrid. Mhm. Das war das Haus von Juan Carlos. Nein, der König. Ja, das war der, und das war das königliche Bett. Wie kam man denn da dran? Der Typ war ungeheuer gut, ja, nicht? Und ich habe den natürlich kennengelernt und wir haben miteinander gesprochen. Und, ein König. Ja, also Juan Carlos, der war ja noch nicht König da. Und also ich wusste nur Juan Carlos. Und er sprach vorzügliches Englisch und ist einfach ein angenehmer Mensch. Ja, und wollte nicht mitspielen? Nein, nein. Er hat nur gesagt, er will auch kein Geld dafür. Okay. Ja, aber wir sollten die Hausbediensteten bedenken. Mhm. Und denen etwas geben. Es war total großzügig, ja nicht. Also das war das Aufwendigste. Die anderen Sachen, die Autos, ja gut, ich meine, aufwendig war, den Klaus Lemke dahin zu holen. Aufwendig als war. Als amerikanischer Regisseur. Ja. Nee, als deutscher Regisseur. Nein, er ist er redet nur Englisch. Er sagt, ich habe extra aufgeschrieben. Weil der Produzent ist ja ein Amerikaner. Ja, genau. Also er Polonski ist ja Amerikaner. Er sagt, das war halt damals so. Lovely colors. Ja, aber ich glaube, der war schon kein Amerikaner. Nee. Das war ein deutscher Regisseur, der bei einem Hollywood-Produzenten gedreht hat. Also, okay. Hat der einen Namen im Film? Amerikanischer Regisseur stand überall. Aber gut. Wir lernen ja neu. Ich meine, jetzt sind Sie da, Sie können es aufklären. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja. Und den haben sie extra für diese kurze Szene nach Madrid einfliegen lassen. Ja. Bei dem Geld, das ich hatte.
Wahnsinn. Aber lassen Sie uns auch mal über Marquard Bohm natürlich sprechen, der den Evers spielt. Der sieht aus wie der junge Mick Jagger, finde ich. Der wurde ja bezeichnet auch als der deutsche Belmondo. Und der ist ja so in Vergessenheit geraten, habe ich manchmal so das Gefühl. In der deutschen Filmgeschichte hat er nicht den Stellenwert heute. Sehe ich anders. Ja, ich finde es auch anders. Ich sehe es anders. Der ist nicht in Vergessenheit geraten. Über Marquard Bohm gibt es irrsinnig viele Sachen. Jedenfalls, also er war ja wirklich der Held und Star dieser Zeit, kann man so sagen. Detektiv, Rote Sonne und Supergirl, ja. Können Sie erzählen, was hat diesen Mann als Schauspieler so besonders gemacht? Hat er irgendwas anders gemacht bei Ihnen am Set? Naja, schauen Sie, das, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe ihn im Schwabinger Bungalow, von dem der Klaus Lemke immer so viel redet, getroffen. Da saß er plötzlich auch da an dem Tisch, wo also Lemke, Zielmann und ich und so ein ganzer Kreis junger Leute drumherum saßen. Und da war er dann halt plötzlich. Und ich habe gesagt, Marquard, du siehst aus wie Mick Jagger. Ich will, dass du im nächsten Film spielst. Und das war dann Jane, das ist schon, weil er sie mit der Hand betrübt. Kurzfilm. Ein Kurzfilm, der gestern in Berlin gezeigt wurde. Und hier. Jetzt zeigen wir ihn. Ihr habt ihn schon gezeigt. Ah, wir haben ihn gezeigt bereits, ja. Der lief hier auch, bei Detektive. Genau. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann hat er gespielt. Und da wiederum hat mir halt mich begeistert, wie er da die Geldscheine, die 100 Markscheine, dahin geschmissen hat, um einen Pelzmantel für seine Freundin zu kaufen. Und dann bekam er die Rolle. Und das war für ihn auch geschrieben. Das Drehbuch von Detektive war für ihn geschrieben. Dann haben wir Rote Sonne gedreht. Da war der Fall auch klar. Der Produzent, das war Heinz Angermeier, damals ein richtiger Erfolgsproduzent, der alle möglichen Filme für die Konstantin gemacht hat und richtig viel Geld verdient hat da. Aber der ein Faible für das Drehbuch hatte. Und der sagte, und da kam gerade Detektiv ins Kino, und der sagte, okay, ich finanziere den Film. Wovon reden wir jetzt? Marquard Bohm. Ja, ist klar, aber das ist doch dann Rote Sonne. Hm. Ja gut, das war dann Rote Sonne. Ich finanziere den Film, wenn Marquard Bohm und Uschi Obermeier die Hauptrollen spielen. Hm. Na, ich sage, Marquard Bohm ist kein Problem, der wohnt bei mir. Und WG? Ja, diese Rote Sonne WG. Hm. Diese bunte, angemalte Wohnung. Und Uschi Obermeier war ein großes Problem. Na gut, dann hatten wir zwei Filme gemacht. Und Rote Sonne war ja auch schon am Anfang bei einem Teil des Publikums und der Kritik ein Erfolg. Und dann lag es nahe natürlich für Supergirl. Da hatten wir, glaube ich, von Anfang an schon an Marquard Bohm gedacht, ja. Mhm. Dass der das spielt. Ja, und dann war halt Marquard Bohm. Iris Berben kam ganz zum Schluss. Wer spielt denn noch? Sind doch nur die beiden, oder? Ja, Jess Hahn zum Beispiel. Jess Hahn, der hat bei Romare im Zeichen des Löwen gespielt. Also der erste Spielfilm von Romare spielt Jess Hahn die Hauptrolle. Mhm. Wir brauchten ein Amerikaner und Jess Hahn von Eric Romare übernehmen, war doch gut. Gab schlechtere Wahlen auf jeden Fall. Was mich natürlich auch noch interessiert ist, dieses Fable für Amerika. Da wird es gefragt, sind Sie Amerikaner? Nee, sehe ich so aus. Dann reden die natürlich Englisch. Es ist auch ein Ziel, so ein bisschen wie Hollywood zu agieren dann in Madrid. Was hat es für Sie so ausgemacht, diese Liebe zum Amerikanischen? Wir waren fasziniert vom großen, richtigen amerikanischen Kino. Mhm. Es war
Supergirl ist der naive Traum vom amerikanischen Kino. Mhm. Aber ich meine, wir waren nicht ganz bescheuert und haben einfach nur geträumt, sondern waren uns der unserer Naivität durchaus auch bewusst, ja, würde ich mal sagen. Aber es zieht sich ja dann sogar wirklich, auch wenn Sie den Begriff nicht mögen, durch Ihr Gesamtwerk, diese Liebe zum Amerikanischen kommt immer wieder vor, finde ich. Und sogar in dem Überall Blumen, den wir vorhin gesehen haben, haben Sie so einen Route 66 Pullover oft an. Also es ist etwas, was Sie sehr... Das war ein Trainingsanzug, der wurde in der unmittelbar nach der DDR-Zeit in der Nähe meines Bauernhofs verkauft. Und ich habe... Okay. Und hat sich, also vielleicht um die Frage so und so wenden, diese Liebe zu Amerika verändert jetzt vielleicht auch so, also wenn man es aktuell sieht, in so einer Zeit wie Trump, macht das irgendwas oder ist das egal, wenn man das große... Ich leide sehr unter Trump. Mhm. Kannst du nicht fassen. Nein, ich leide wirklich. Ja, ich würde an dieser Stelle Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, wir wollen das nicht alleine führen. Die erste Frage kommt zu Ihnen. Warten Sie kurz. Hallo. Ich würde gerne wissen, wer war der Kameramann, warum haben Sie ihn ausgesucht und wie war die Zusammenarbeit bei Supergirl? Also der Film wurde ja komplett vom WDR finanziert. Das heißt, da kriegt man, man muss eigentlich eine Bankbürgschaft kriegen, um die, das Geld vom WDR zu kriegen. Ohne Bankbürgschaft geht gar nichts. Und ich hatte keine Bankbürgschaft. Ich habe auch versucht, den Fassbinder dazu kriegen, mir zu helfen. Ja? Aber das ging auch nicht. Wir haben dann irgendeinen... Also meine damalige Ehefrau, die mich, da glaube ich, ein paar Tage vor Drehbeginn geheiratet hat, die Karin Thomé, die auch im Film Produktion, Herstellungsleiterin gewesen war, die hat einen Grafen, einen Banker, einen Graf in Hamburg aufgetrieben, der quasi mir das Geld geliehen hat, um überhaupt vom WDR Geld zu kriegen. Also es war eigentlich, gedreht haben wir mit dem Geld von dem Grafen aus Hamburg. Der WDR hat eigentlich erst gezahlt, als der Film fertig war. Und wie komme ich jetzt darauf? Wie war die Frage? So, Kameramann. Ja. Und als ich den Vertrag vom WDR, den ich ganz schnell bekam, gelesen habe, da sind am Ende dann so technische, allgemeine technische Richtlinien, die gehören zum Vertrag. Und sowas kannte ich ja nicht. Ja? Und ich hatte Panik vor solchen Sachen. Und hatte Panik, dass quasi bei diesem Film ich irgendwas mache, was deren technischen Richtlinien nicht entspricht. Also ich wollte einen prominenten Kameramann, vor dem die einfach Respekt haben. Ja? Und Afonso Beato, das war noch ein anderer Kameramann aus Brasilien, der hat ja ganz berühmte Filme in brasilianische Filme gedreht. Und wir haben über den Produktionsleiter, den ich hatte, der auch eben dieses Haus, diese Villa von dem Juan Carlos besorgt hat. Über den habe ich die Verbindung zu diesem brasilianischen Kameramann gekriegt. Und der stellte dann allerdings noch eine Bedingung. Er wollte, dass seine Frau mit dabei ist. Der haben wir dann auch einen Job gegeben. Die hat Skript gemacht. Ein wunderschönes Skript. So ein schönes Skript habe ich nie wieder gekriegt. Ja. Und mit Zeichnungen und so. Aber die haben sich während des Films getrennt. Oh. Ja, Ihre Frau war auch dabei. Na, die hat doch Produktionsleitung gemacht. Und die gespielt. Elsa gespielt, ja. Ja, und die Elsa gespielt, ja. Ja.
Ja, gut. Und war schwanger, weil er hat so einen dicken Bauch gehabt. Aber leicht. War das problematisch am Set? Nein. Naja, man hat es halt gesehen. Und Afonso Beato und ich, wir beide haben uns unglaublich gut verstanden. Hm. Unglaublich. Es war, ja, richtig, richtig gut. Er war Kameramann mit Leib und Seele, leidenschaftlich. Der hat für die eine der Anfangseinstellungen, wo der Nicolas Dutsch im Ferrari auf der Autobahn fährt, hat er sich so rausgehängt mit der Kamera in der Hand die Aufnahme gemacht. Also nicht, da gibt es ja eigentlich heutzutage ein Stativ, das man so einhängen kann, aber das war natürlich die viel bessere Lösung, ja. Und der hat das gemacht, der hat sich einfach alles getraut. Mhm. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und er spielt ja auch. Mhm. Er spielt ja den einen, der Supergirl warnen will. Ja, sehr eindrucksvolle Person, auch im Film. Zu diesen starken Bildern, die dieses Gefühl dieser Zeit ja auch so toll darstellen, muss man natürlich über die Musik reden, die ganz wunderbar ist. Das war Main Horse Airline. Und das fängt ja schon gleich mit dieser Einstiegsszene an, wenn Iris Berben durch das Gras geht oder auf diese Autofähre, wo die Landschaft vorwegzieht. Oh, das ist toll, die liebe ich auch. Und das hat sowas... Die Fähre zum Bodensee, wo genau. Die da rauffahren und die Kamera fährt quasi... Am Anfang schwenkt sie und dann fährt die Fähre los. Das fühlt sich an, als würde die Zeit stehen bleiben irgendwie, weil die Landschaft vorbei ist. Liebe ich auch, ja. Und dazu diese psychedelische Musik. War die damals, also weil ich kannte die Band jetzt nicht, weiß nicht, ob die allgemein bekannt war, wie waren die zu der Zeit en vogue oder wie hatten Sie die gefunden? Es gibt noch eine zweite Band, die aber weltberühmt geworden ist. Fällt mir natürlich jetzt der Name nicht ein. Und ich habe die der Manager dieser Band war ein Schweizer, ein Schweizer, der sehr, sehr viel Geld von seiner Mutter oder seinem Vater geerbt hat. Also mit sehr viel Geld meine ich, 30, 40, 50 Millionen. Und der war der Manager von zwei Bands. Eine war also weltberühmt und diese war nicht so berühmt, aber auch bekannt in der Zeit. Und mit dem sind wir auch zum Isle of Wight Festival in seinem Privatflugzeug geflogen, saßen in der ersten Reihe. Jimi Hendrix hat gespielt. Ich hatte LSD geschluckt. Und das war unglaublich. Ich bin nie im Privatflugzeug geflogen, aber da war alles. Und alles ging wunderbar. Und in der ersten Reihe, direkt vor Jimi Hendrix, das war Traum. Ja. Und der war der Manager und der hat das, durch den ging das dann, dass die Musik gemacht haben. Hm. Ja, und die haben dann bei uns gewohnt und dann haben die das gespielt. Hm. Ach, das wurde extra eingespielt? Ja, natürlich. Ja, klar. Stark. Cool. Also das heißt, man hatte dann auch nochmal ein extra Tonstudio, wo dann die Musik dann im Nachhinein für den Film komponiert worden ist. Nicht schlecht. Ja, was heißt komponiert beim... Ja gut, also... Also... Wir verstehen. Haben Sie weitere Fragen oder Kommentare? Dann wäre jetzt eine Gelegenheit. Ansonsten habe ich nämlich auch noch eine, die so ein bisschen... philosophischer ist vielleicht sogar, weil, obwohl das ja Science Fiction ist, wie Sie sagen. In 10 Minuten ist mein Dienst zu Ende. Wer hat Ihnen denn diese Zeiten übermittelt? Genau. diese Außerirdischen, die sich
von Menschen nicht unterscheiden. Das ist ja was durchaus Philosophisches, weil dahinter steckt ja die Frage, was macht uns überhaupt zu Menschen? Und das in so einen Stoff reinzunehmen, das haben Sie ja schon beabsichtigt. Tun Sie nicht so. Also das ist ja ein Thema, was viele fasziniert, was aber, glaube ich, auch so erst in späteren großen Hollywood-Science-Fiction-Filmen dann aufgegriffen wurde. Wir haben jetzt Blade Runner wieder im Kino. Das ist im Grunde genau dieselbe Grundgeschichte dahinter, naja, dass man die nicht unterscheiden kann. Naja, ich meine, da fällt mir jetzt noch dazu ein, dass nachdem Klaus Lemke Acapulco anfing zu drehen, und er mich rausgeschmissen hat, das habe ich hier noch nicht. Ja. Klaus Lemke hat mich, ich war Produktionsleiter, und 3 oder 4 oder 5 Tage vor Drehbeginn hat er mich gefeuert. 48 Stunden bis Acapulco. In der Nacht eine Stunde lang mit Christiane Krüger telefoniert habe. Und da habe ich gelernt, wie einfach es doch geht, einen Film auf die Beine zu stellen, einen Spielfilm. Und der erste Film, den ich machen wollte, sollte ja Supergirl sein. Und dann bin ich zu dem Verleih gegangen, der Lemkes Film dann später rausgebracht hat, und habe ihm das Drehbuch gegeben, und der fing an, den Film zu vermieten. Der Film war bereits an 200 Kinos vermietet. Oder auf ein Exposé, auf ein Exposé. Das Drehbuch haben wir dann geschrieben. Und als er das Drehbuch bekam, hat er das Ganze wieder gestoppt und hat gesagt, nö, das geht nicht. Das muss wirklich Science-Fiction-mäßiger sein, ja. Mhm. Das ist viel zu normal. Mhm. Ja. Und dann, dann haben Sie Lemke 40 Jahre nicht gesehen. Danach. Nachdem ich ihn gedreht habe, ja. Mhm. Ja, also im Film habe ich ihn ja nach Madrid geholt. Stimmt. Aber das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Dann erst wieder auf der Biennale in Wien. 40 Jahre später. Mhm. Und wie war das? Komisch. Naja, ich hatte seine Filme gesehen. Diese komischen Semi-Porno-Filme, ja. Und und auf der Biennale kam er mit 4 oder 5 von diesen Frauen, ja, und dem Tobias Kniebe, dem Chef-Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung. Ich dachte, was ist das hier? Was ist hier los? Ja? Ich meine, der Hans Hoch ist ja ein, der liebt ja Kino und hat Geschmack. Der findet nicht alles einfach so. Und für Lemke war es halt so, dass er, auch jetzt, in diesem Jahr, habe ich gesehen, läuft wieder ein Film von Lemke. Aber Hurch ist verstorben, muss man dazu sagen. Das weiß ich, ja, natürlich. Aber der Nachfolger hat, oder der zwischenzeitliche Nachfolger, weil sie ja wohl eine Übergangslösung, ja, der hat den neuen Lemke genommen. Ja. Er war mal drin und im Gebiet der großen Weltkünstler. So hat er das wohl gesehen. Und bedauern Sie das, dass Sie das nicht auch bekommen haben, erlebt haben quasi? Was? Naja, das, was Lemke jetzt durchaus noch bekommt, auch jetzt diese Anerkennung, oftmals ja diese Ehrenreihen, und jetzt seine neuen Filme werden ja auch kann auf den großen Festivals gezeigt. Nee, aber sie im Film, also im ersten Film, den wir gesehen haben, da werden sie verglichen mit Rossellini, mit Bertolucci, und sie sagten in einem Rivets, und sie sagten in einem anderen Film, sie hätten schon gerne mal eine Goldene Palme auch. Ja, natürlich, aber es war ja halt nicht. Mhm. Aber Lemke hatte auch keine. Der Einzige, der eine hat, war Wim Wenders. Stimmt. Und der Schlöndorff hatte den, was war das Oscar noch? Und Oscar. Ja. Ja, noch mehr. Ja. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Kann man sie noch können wir Hoffnung haben, dass man sie noch irgendwie überzeugen kann, doch noch einen Film zu drehen? Oder war Ins Blaue tatsächlich ihr letzter Film?
Wenn ich es unbedingt drauf anlegen würde, irgendwas noch filmmäßig von mir zu geben, ja, dann würde ich das wahrscheinlich schon noch hinkriegen, ja. Aber es geht mir ja auch darum, das nicht nur einfach einen Film zu machen, sondern ich will ja auch, dass er gesehen wird, ja. Mhm. Und da war halt die Lösung, mit die ich 12 Jahre lang hatte mit der Degeto, für mich einfach super bequem. Und wie sah die aus? Vielleicht kurz. Naja, die haben die Filme finanziert. Ich habe ein Drehbuch geschrieben und die haben gesagt, okay, wir machen das. Haben nicht jedes gemacht. Gab auch welche, die sie abgelehnt haben. Und das fing ja auch nicht mit Jorgan an, sondern schon vorher. Und ich meine, wenn die Degeto und Film kauft oder finanziert, weiß ich, er wird von mindestens 2-3 Millionen Menschen gesehen. Im Fernsehen. Allein im Fernsehen. Und das ist ja schon mal was. Und ich habe die Filme natürlich immer ins Kino gebracht, was mich unglaublich viel Geld gekostet hat, weil ich den Verleih auch selbst gemacht habe. Und das würde ich wahrscheinlich wieder tun, wenn ich es könnte. Ja, aber und denn ich fände auch keinen Verleih. Das ist halt, ich bin halt nicht ein Anfänger, sondern jeder, die Kinos kennen mich, die wissen, Tommy geht nicht. Das hier Kino müsste voll sein, gerammelt voll, ja, bis die Leute, die rein müssten, voll sein, eigentlich, wenn es richtig gut wäre. Und das ist mir schon manchmal passiert, dass es so war. Ja? Gab auch schon Standing Ovations, fast Standing Ovations. Ja? Nicht ganz, aber fast. Ja? Und das macht Spaß. Mhm. Das ermuntert. Das ist auch toll, wenn ein Film anfängt und da gibt es eine endlos lange Schlange vorm Kino. Mhm. Die alle erzählen wollen, ja? Ich denke, dass Sie auf jeden Fall eine solche Schlange bekommen, wenn die Autobiografie dann bald erscheint, hoffentlich. Sie sind ja fleißig am Schreiben. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Eindrücke und diese tollen Filme. Rudolf Thomé, diesen Monat hier in Frankfurt. Großen Applaus. Dankeschön.